Gute Führung in der Welt von Nestle baut im Wesentlichen auf zwei großen Säulen. Wir haben zum einen Führungsprinzipien und ein Führungsframework, also Leadership Framework nennt sich das. Prinzipien, da regeln wir sozusagen alles, was grundlegende, fundamentale Dinge für Nestle sind, wie wir mit der Welt umgehen wollen. Da sind Dinge geregelt, von der Wahrung von Menschenrechten bis zum Umgang mit Wasserressourcen. Das verlangen wir von unseren Führungskräften, das ist auch ein Muss. Also die stehen nicht zur Disposition, das hat man zu befolgen. Auf der anderen Seite, und das ist das, was mehr in der Führungsdiskussion dann diskutiert wird, ist so ein Leadership Framework, wo wir sagen, wie setzt der Manager das um? Wie geht er mit Menschen um? Und das ist ein breites Spektrum, was wir haben. Wir haben das in den letzten Jahren eigentlich auf 6 Kernbereiche fokussiert. Diese Kernbereiche sind solche Dinge wie überzeugen, vorleben, also dass wir Management im Prinzip dadurch betreiben, dass wir es wirklich erlebbar machen für die Mitarbeiter und nicht nur predigen, dass wir unsere Mitarbeiter und Teams entwickeln. Solche Dinge spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Heute ist für die Mitarbeiter wichtig, dass sie wahrgenommen werden. Also wenn Sie in einem Unternehmen tätig sind, dann möchten Sie gerne, dass man auch merkt, wenn Sie mal nicht da sind. Das ist schon wichtig für die Menschen, da hinzugehen, einen Beitrag zu leisten, sowohl von den Kollegen als von dem Unternehmen als Ganzes akzeptiert zu werden, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Es ist sehr wichtig heute, dass die Mitarbeiter, wenn sie nach Hause gehen, jedem, mit dem sie zu tun haben, sagen können, was sie in dem Unternehmen machen, was das Unternehmen als Gesamtes herstellt. Diese Dinge haben früher keine so große Rolle gespielt. Man hat früher gesagt, na gut, da arbeitest du irgendwo und machst irgendwas und was die Außenwelt interessiert, verkauft ihr viel davon und geht euer Laden gut. Heute wird das stark hinterfragt. Heute wird gefragt, wie geht deine Firma mit Wasserressourcen um? Wie sind die sozialen Bedingungen deines Unternehmens? Sind die Produkte, die da rauskommen, akzeptabel? Damit muss sich der Mitarbeiter identifizieren. Das heißt, ich muss auch ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem der Mitarbeiter einwirken kann auf das, was passiert, indem er Informationen über diese Produkte und Organisationswelten des Unternehmens hat, in der er sich besser zurechtfindet.